Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die vierte Klasse der Mittelschule. Unser Thema heute ist die beliebtesten sozialen Medien. Najomiljenije društvene mreže. Mein Name ist Gordana Barišić-Lazar und ich bin eure Deutschlehrerin heute. Für diese Stunde braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und natürlich Internet. Ein Handy, ein Tablet oder einen Computer. Folgende Symbole stehen für Lesen, Schreiben, Sprechen oder Ansehen und das ist ein Symbol für die Pause. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. Današnji ishodi su. Govoriti ćemo o društvenim mrežama. Razumjeti tekst i video sadržaj. Te koristiti rečenice s neodređenom zamjenicom man. Unser Thema heute ist, wie gesagt, die beliebtesten sozialen Medien. Najomiljenije društvene mreže. Erkennt ihr diese Symbole auf dem Bild für soziale Medien? Prepoznajte li ove simbole na fotografiji za društvene mreže? Zaustavite lekciju, pokušajte ih imenovati. Da vidimo, hier sind oder hier sind Symbole für Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, Pinterest, TikTok, YouTube, LinkedIn, Tinder, Spotify, Vimeo, Snapchat, Tumblr, Line und für andere. Ergänzt jetzt diese Sätze unten aus der Sprechblase, aus dieser blauen Sprechblase. Nadopunite sada ove rečenice iz plavog oblačića, aber mündlich usmeno. Pausiert die Lektion und ergänzt diese Sätze. Zum Beispiel, ich benutze Tinder oder Facebook, Pinterest finde ich okay, Vimeo finde ich langweilig und so weiter. Und hier ist ein Quiz für euch. Lest die Sätze und antwortet mündlich. Ovdje kviza vas. Pročitajte rečenice i odgovorite usmeno. Zum Beispiel, ich habe ein Handy. Das ist ein iPhone. Imam mobilni telefon, to je iPhone. Ja oder nein? Ich habe ein Konto bei WhatsApp erstellt. Izradila sam račun za WhatsApp. Ich möchte ein Konto bei Facebook erstellen. Želim izraditi račun za Facebook. Ich habe mich schon bei Instagram registriert. Već sam se registrirala na Instagramu. Ja oder nein? Ich habe mich schon bei Twitter angemeldet. Prijavio sam se već na Twitteru. Ich nutze schon Messenger. Koristim Messenger. Ich habe ein Passwort für alle sozialen Medien. Imam jednu lozinku za sve društvene mreže. Ich habe mehrere Passworte. Imam više lozinki. Ich kann mich an mein Passwort immer erinnern. Mogu se uvijek prisjetiti svoje lozinke. Ich habe mein echtes Geburtsdatum eingegeben. Unijela sam točan datum rođenja. Ja oder nein? Das entscheidest du. Da ili ne? To odlučuješ ti. Napravi kviz usmeno. Es geht weiter. Ich chatte gerne auf sozialen Medien. Rado chatam na društvenim mrežama. Ich poste gerne Fotos auf sozialen Medien. Rado stavljam fotografije na društvene mreže. Ich schreibe gerne Nachrichten auf sozialen Medien. Rado pišem poruke na društvenim mrežama. Ich füge gerne neue Freunde auf sozialen Medien hinzu. Rado dodajem nove prijatelje na društvene mreže. Ich markiere oft Fotos mit gefällt mir. Često označavam fotografije sa sviđa mi se. Ich markiere oft Posts mit gefällt mir. Često označavam tuđe postove sa sviđa mi se. Ich markiere oft Sprüche mit gefällt mir. Često označavam neke izjave sa sviđa mi se. Ich nutze gerne Snapchat. Rado koristim Snapchat. Ich lerne Fremdsprachen mit Hilfe von Apps. Učim strane jezike uz pomoć aplikacija. Ich lese Bücher mit Hilfe von Apps. Čitam knjige uz pomoć aplikacija. Ja oder nein? Das entscheidest du. Da ili ne, to odlučuješ ti. Mach dieses Quiz mündlich.
A sada kada smo se prisjetili nekih osnovnih struktura vezanih uz društvene mreže, napravimo ovaj digitalni zadatak. Hier ist der Link bit.ly/medien8. In der Übung verbindet den ersten Teil und den zweiten Teil des Satzes. Spojite prvi i drugi dio rečenice. Habt ihr das so gemacht? Hier sind die Lösungen. Möchtest du mein Foto mit Gefällt mir markieren? Welche Medien nutzt ihr? Ich muss ein Konto haben und dann kann ich ein Passwort erstellen. Ich nutze Apps, wenn ich Bücher lese oder eine Fremdsprache lerne. Was ist dir bei einer App wichtig? Ich muss immer das richtige Geburtsdatum eingeben. Maria fügt neue Freunde hinzu. Ich kann mich an mein Passwort nicht immer erinnern. Haben sich deine Freunde schon bei Facebook angemeldet? Viele Medien sind nützlich und kostenlos. Du schreibst zu viele Nachrichten jeden Tag. Wir posten oft Fotos. Versucht jetzt diese Sätze ins Kroatische zu übersetzen. Pokušajte sad ove rečenice prevesti na hrvatski jezik. Schaut euch jetzt dieses Video unter dem Link bit.ly/Lieblings-App an und antwortet. Wo ist die Moderatorin? Wie ist das Wetter? Welcher Tag ist es? Welche zwei Fragen stellt sie den Menschen auf der Straße? Nenne mindestens 6 Apps. Und hier sind die Antworten. Die Moderatorin ist in Berlin. Es ist kalt und es ist Sonntag. Sie hat zwei Fragen gestellt und das sind: Was ist deine Lieblings-App? Und was machst du mit deinem Handy besonders gerne? Hier sind einige Apps, die die Menschen auf der Straße erwähnt haben. Ür, Instagram, WhatsApp, Podcast-App und Rewe. Und jetzt lest diesen Text und antwortet. Wie viele Apps erwähnt man? Koliko aplikacija se spominje u ovom tekstu? Pausiert die Lektion. Riječi koje možda ne razumijete prevedene su na dnu teksta u plavom oblačiću. Sada ću pročitati tekst. Hallo Leute, ich heiße Jan, aber das wisst ihr schon. Ich, meine Familie und meine Freunde benutzen viele Apps. Meine Mama hat ein altes Handy und benutzt keine Apps. Sie verwendet keine Zeit am Handy. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und meine Oma, stellt euch mal vor, benutzt Ür. Das ist eine App für den Wetterbericht in Norwegisch, weil sie eben aus Norwegen kommt. Da guckt sie, wie das Wetter ist. Sehr nützlich. Mein Cousin benutzt Instagram. Da sieht er immer Fotos von seinen Freunden. Meine Tante mag WhatsApp, weil sie dann mit ihrer Familie in Amerika ständig kommunizieren kann. Mein Freund Enrico mag Fußball-Podcast. Meine Cousine kauft verschiedene Artikel per Rewe. Sie bestellt etwas und das kommt direkt auf ihre Adresse. Cool, nicht wahr? Und ich benutze Switcoin. Also, wie viele Apps erwähnt man in diesem Text? Richtig, 6. Sada ću prevesti tekst usmeno. Ako ste ga razumjeli, preskočite ovaj dio video lekcije. Bok ljudi, zovem se Jan, ali vi to već znate. Ja, moja obitelj i moji prijatelji koristimo puno aplikacija. Moja mama ima stari mobitel i ne koristi nikakve aplikacije. Ona ne provodi vrijeme na mobitelu. Ja to uopće ne mogu razumjeti. I moja baka, zamislite samo, koristi Ür,
To je jedna aplikacija za prognozu vremena na norveškom, jer ona dolazi iz Norveške. Tamo gleda kako je vrijeme. Jako korisno. Moj bratić koristi Instagram. Tamo uvijek gleda fotke svojih prijatelja. Moja teta voli WhatsApp, jer može onda stalno razgovarati sa svojom obitelji u Americi. Moj prijatelj Enrico voli podcast za nogomet. Moja sestrična kupuje razne proizvode putem aplikacije Reve. Ona nešto naruči i to joj dođe direktno na njenu adresu. Cool, zar ne? A ja koristim Sweetcoin. Es geht weiter. Wie viele Apps erwähnt man in diesem Text? Ich laufe, habe mein Handy dabei und kriege Punkte für jeden Schritt, den ich mache. Die Punkte kann man umrechnen lassen. Und dann kriege ich Gutscheine, das heißt Geld. Nützlich, nicht wahr? Mein Papa benutzt YouTube und Arte App. Die Arte App ist ein deutsch-französischer Sender und da sieht er Dokumentarfilme auf seinem Handy. Und meine Schwester? Duolingo natürlich. Sie sagt, sie kann im Alltag Sprachen lernen. Meine Freunde mögen die Podcast App. Da kann man Hörbücher hören und Podcastler verfolgen. Sie machen zum Beispiel Interviews mit interessanten Menschen. Und du, welche Apps magst du? Also in diesem Text erwähnt man, wie viele Apps? Richtig, 4. Sada ću ponovno prevesti tekst usmeno, ako ste ga razumjeli, preskočite ove dio lekcije. Trčim, uza se ima mobitel i dobivam bodove za svaki korak koji napravim. Bodovi se mogu preračunati u bonove, a to znači novac. Korisno, zar ne? Moj tata koristi YouTube i Arte aplikaciju. Arte aplikacija je njemačko-francuski kanal i tamo on gleda dokumentacije na svom mobitelu. A moja sestra? Duolingo, naravno. Ona kaže da može učiti jezike u svakodnevnom životu. Moji prijatelji vole aplikacije sa podcastovima. Tamo se može slušati knjige za slušanje i pratiti podcastlere. Oni, na primjer, intervjuiraju interesantne ljude. A ti? Koje aplikacije voliš ti? Pausier die Lektion, les den Text noch einmal und antwortet auf folgende Fragen. Hier sind die Fragen. Was kann man mit Öhr sehen? Was sieht man auf Instagram? Was kann man mit WhatsApp machen? Was kann man im Fußballpodcast sehen? Mit welcher App kann man verschiedene Artikel kaufen? Was benutzt Jan? Hier sind die Antworten. Mit Öhr kann man den Wetterbericht sehen. Auf Instagram kann man viele Fotos sehen. Mit WhatsApp kann man zum Beispiel mit seiner Familie in Amerika kommunizieren. Im Fußball-Podcast kann man Fußballspiele sehen. Mit der Applikation Rewe kann man verschiedene Artikel kaufen. Jan benutzt Sweetcoin. Habt ihr auch so geantwortet? Pausiert noch einmal die Lektion, lest den zweiten Text und antwortet auf folgende Fragen. Was macht Jan mit dieser App? Was kriegt man für jeden Schritt? Was kann man mit Punkten machen? Was benutzt sein Papa? Was kann man mit dieser App sehen? Was kann man mit Duolingo machen? Was machen Jans Freunde mit Podcast-App? Wen kann man verfolgen? Was machen die Podcastler? Hier sind die Antworten. Jan läuft mit dieser App, hat immer sein Handy dabei und kriegt Punkte für jeden Schritt. Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Also, er kriegt Punkte für jeden Schritt. Mit Punkten
kann man Gutscheine kriegen. Also die Punkte kann man umrechnen lassen und dann Gutscheine kriegen, das heißt Geld. Sein Papa benutzt YouTube und Arte-App. Mit der Arte-App kann man zum Beispiel Dokumentarfilme auf seinem Handy sehen. Mit Duolingo kann man Sprachen im Alltag lernen. Jens Freunde hören Hörbücher und verfolgen Podcastler mit der Podcast-App. Das ist auch die Antwort auf diese Frage. Wen kann man verfolgen? Man kann die Podcastler verfolgen. Und die Podcastler machen zum Beispiel Interviews mit interessanten Menschen. Habt ihr auch so geantwortet? Macht jetzt diese digitale Übung unter dem Link bit.ly/medien444. Tekst nadopunite riječima koje nedostaju. Riječi morate upisati sami. Viel Spaß! A sada, ako želite, možete još jednom pogledati video i provjeriti. Razumijete li sada većinu video sadržaja? Wir wiederholen. Ponavljamo. Pogledajmo sada prve dvije rečenice. Ich benutze oft Snapchat. Ich kann Fotos von meinen Freunden sehen. Wie kann man das anders sagen? Kako to možemo reći drugačije? So. Man benutzt oft Snapchat. Man kann Fotos von Freunden sehen. Što bi značio ovaj man i kako biste preveli ove potonje dvije rečenice? Tako je. Koristimo često Snapchat ili koristi se često Snapchat i možemo vidjeti fotografije svojih prijatelja ili mogu se vidjeti fotografije svojih prijatelja. Man se ne može doslovno prevesti na hrvatski jezik, ali ima neko neodređeno značenje. Kao što smo već napomenuli, koristi se, koristimo, može se, možemo. Ovdje vidimo da man koristi nastavke za treće lice jednine man benutzt, odnosno man kann. Isto tako struktura von meinen Freunden nestaje i zamjenjuje neodređena struktura von Freunden. Pausiert jetzt die Lektion und versucht folgende Sätze mit der Struktur man zu bilden. Zaustavite lekciju, pokušajte ove rečenice pretvoriti u man rečenice. Zapišite ih. Hier sind die Antworten. Man benutzt Facebook nicht. Man hat letztes Jahr Twitter benutzt. Man postet viele Fotos. Man kann per Rewe verschiedene Artikel bestellen. Man kann per Duolingo im Alltag Sprachen lernen. Man muss sich zuerst registrieren. Versucht auch diese Sätze mit man zu bilden. Schreibt sie auf. Habt ihr so geantwortet? Man kann Punkte umrechnen lassen. Man bekommt Gutscheine. Man sieht Dokumentarfilme auf dem Handy. Man kann Hörbücher hören. Man verfolgt Podcastler. Man macht Interviews mit interessanten Menschen. Es ist wieder Zeit für eine digitale Übung. Hier ist der Link bit.ly/medienquiz. Prevedite rečenice na njemački jezik i koristite strukturu man. Jetzt bist du dran. Sada si ti na redu. Antworte schriftlich. Odgovori pismeno. Mach ein Interview mit drei Freunden, Nachbarn oder Mitgliedern deiner Familie über ihre Lieblings-App. Finde heraus, was man mit dieser App alles machen kann. Hier musst du zuerst die Fragen aufschreiben und dir dann die Antworten notieren. Napravite najprije intervju sa tri prijatelja, susjeda ili člana obitelji o njihovoj najdražoj aplikaciji. Saznajte što sve mogu sa tom aplikacijom napraviti.
Morate prvo smisliti pitanja i onda zapisati njihove odgovore. 2. Beschreibe zwei Apps, die du oft benutzt. Was muss man machen, wenn man diese App benutzen möchte? Was kann man mit deinen Apps alles machen? Opišite. 2 aplikacije koje sami koristite. 3. Was kannst du daraus schließen? Was sind die beliebtesten sozialen Medien in deinem Umfeld? Schreibe einen kurzen Bericht darüber. Schreibe 10 bis 12 Sätze. Što možeš iz toga zaključiti? Koje su najdraže društvene mreže u krugu tvoje obitelji i prijatelja? Napiši kratak izvještaj o tome. Napiši 10 do 12 rečenica. Hier ist noch ein zusätzliches Video für euch. Dodatni video za vas. Hier ist der Link. bit.ly/medienkinder. Pogledajte video i zapišite koje aplikacije koriste djeca u videu, koliko su stara djeca zbog kojih se stručnjaci brinu, budući da mediji imaju veliki utjecaj na njih, i koji problemi se pojavljuju. Jeste li ovako odgovorili? Aplikacije koje koriste djeca u videu su Snapchat, YouTube i WhatsApp. Djeca zbog kojih se stručnjaci brinu, budući da mediji imaju veliki utjecaj na njih, stara su između 8 i 12 godina. A jedan od problema koji se pojavljuje je da djeca nisu emocionalno spremna na takav način komunikacije, to jest nemaju dovoljno razvijen osjećajni svijet. Bewerte dich. Vrijeme je da procijenite koliko ste uspješni bili u današnjoj video lekciji. Jeste li navedene ishode savladali jako dobro? Dobro ili još ne tako dobro? Ishodi su sljedeći. Mogu navesti najvažnije informacije iz teksta. Mogu govoriti o najdražim društvenim mrežama. Mogu razumjeti video sadržaj. Mogu koristiti man rečenice. Das war alles für heute. Wir waren sehr fleißig und hoffentlich hatten wir viel Spaß dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.